Bremen 1, die Chronik. 24. November 1978. Heute vor 40 Jahren erklärte sich das Land Niedersachsen bereit, vietnamesische Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Michael Kück. Es sind grauenvolle Bilder, die die Nachrichten in Deutschland bestimmen. Fast 2500 Flüchtlinge treiben ziellos im südchinesischen Meer umher, auf einem Schrottreifen und vollkommen überladenen Frachtschiff, der Haihong. Die Halbverhungerten kommen aus Südvietnam, sie fürchten die Siegerrache der kommunistischen Machthaber aus dem Norden. Der einzig verbliebene Fluchtweg ist das Meer. Seit 31 Tagen liegt der 1500-Tonner vor dem malaysischen Hafen Klang vor Anker. Zwei sind gestorben, einer vorgestern ein 4-jähriger Junge an Heuschnupfen. Heuschnupfen kann hier tödliche Krankheit sein. Ein Arzt ist nicht an Bord. Im Notfall wird einer vom 1,5 Stunden entfernten Hafen geholt. Zehntausende sind bereits geflohen, häufig in kleinen, vollkommen seeuntauglichen Holzbooten. Viele kommen ums Leben. Die Presse nennt sie deshalb Boat People. Auch auf der Haihong wird die Lage immer bedrohlicher. Das Schiff treibt inzwischen vor der malaysischen Küste, doch im Hafen anlegen darf es ausdrücklich nicht. Weltweit sind die Fernsehzuschauer erschüttert. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht. Dies alles, meine Damen und Herren, hat uns bewegt, als wir gesagt haben, wir in Niedersachsen sind bereit, 1000 Flüchtlinge aus Vietnam bei uns aufzunehmen. Wir wollen einen Beitrag leisten, wir wollen ein Signal vielleicht auch setzen, aber nicht mehr. Doch das Auswahlverfahren ist makaber. Die Plätze im Flugzeug nach Deutschland werden vor Ort verlost. Die ersten 163 Geretteten steigen nur Tage später noch traumatisiert in Hannover-Langenhagen aus dem Flieger, eingehüllt in wärmende Decken. Einer der Flüchtlinge erinnert sich. Da standen viele, viele Leute, Reporter auch, aber auch ehemalige vietnamesische Studenten mit Willkommenstransparente. Ich habe nichts verstanden natürlich, aber ich habe die Bilder im Kopf. Das Erste, was mir auffiel, war, als ich aus dem Flugzeug ausstieg, es war sehr kalt. Das war das Erste, was ich dann erlebt habe. Also das war Deutschland. 16 Millionen Mark gibt die niedersächsische Landesregierung aus, um die Vietnamesen zu integrieren. Sie werden auf die Gemeinden verteilt, Patenfamilien werden gesucht und gefunden. Albrecht appelliert erfolgreich an das Gewissen der Bevölkerung. Wir können helfen, wenn wir es wollen. Und solange ist es doch nicht her, dass deutsche Menschen, Millionen an der Zahl, vor den russischen Armeen in den Westen geflohen sind. Müssen wir nicht besser als andere wissen, was es heißt, auf der Flucht zu sein? Deutschland nimmt am Ende mehr als 2500 Boat People auf. Den Anfang, als erster westlicher Politiker überhaupt, macht der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, heute vor 40 Jahren. As time goes by. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.